Willkommen zurück zu Let's Play Atelier Annie. Ja, ich schau mal nach, was es in der Gilde gibt. Hey, das habe ich. Gut. Das habe ich. Denn ich möchte Geld haben. Mich interessiert jetzt nur noch das Geld. Ich mache jetzt weniger Aufgaben für die Einrichtungen. Außer der neuen Einrichtung. Und weil ich gerne mehr leveln möchte. Hier ist nichts. Auch nichts. Und dann kaufe ich mir mit dem Geld viele neue Bücher. Und sonst Zeug. Sonstiges Zeug. So. Mal kurz nach Ereignissen suchen. Und dann... Ah. Mensch, ich habe es wieder vermurkst. Yo. Gilbert, juhu. Hey, was gibt's? Nicht viel. Übst du Synthesen? Ja, es läuft aber nicht gut. Hey, Übung ist wichtig. Jeder Tag ist Übungstag. Du überzeugst mich nicht im geringsten. Übrigens, wo ist Pepe? Ich glaube, er ist drüben im Laden. Warum fragst du? Ist das Pepes Hängematte? Die sieht nett aus. Hey, denk nicht einmal daran. Dein Körper wird das Teil auseinanderreißen. Ja, ich weiß. Oh, der geht doch jetzt nicht in die Hängematte? Ja. Oh nein. Ja. Mit seinem Riesenschwert. Oh. Was machst du da? Das ist nicht meine Schuld. Diese Hängematte ist viel zu schwach. Mann. Oh, du hast die Hängematte kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob wir sie reparieren können. Ah, meine Hängematte! Ah, Annie, was hast du getan? Was? Hey, warte, das war ich nicht. Annie? Bitte, das ist ein Irrtum. Das war Gilbert. Versuch dir keine Ausrede auszudenken. Du hast mein Heiligtum zerstört. Das war ich nicht. Gilbert, das ist nicht fair. Man sieht sich. Oh nein. Komm hierher zurück. Mach dich auf was gefasst. Nein. Nein. Boah, dieser Pepe. Da. Wie passt denn Gilbert da rein? So ein winziger Knirps wie Pepe, ja, aber Gilbert? Dann gucken wir mal nach, ob da noch ein Ereignis ist. Hier, haha. Annie. Du siehst niedergeschlagen aus. Was ist los? Sieh dir das an. Das ist die Brille, die du ständig trägst. Das ist bloß die Ersatzbrille. Ich mochte meine Brille so sehr, dass ich eine weitere wollte. Aber da ist ein Riss in einer der Gläser. Kannst du sie reparieren? Denk ich mal. Was ist überhaupt mit ihr passiert? Ich habe nicht bemerkt, dass sie auf dem Boden lag und bin draufgetreten. Kann passieren. Okay dann, danke im Voraus. Warte! Ich kann kein Glas machen, das perfekt reinpasst. Nicht? Ja. Ich kann aber eine Glaskugel herstellen, die man dazu verwendet, Gläser zu machen. Kann ich dann eine Glaskugel innerhalb der nächsten 20 Tage bekommen? Ich werde die dann einfach zu einem Laden bringen, um die Gläser machen zu lassen.
Okay, alles klar. Ja, dann schauen wir nochmal nach, ob wir was haben. Nee. Dann Aufträge. Okay. Ich habe schon zwei von denen. Große? Okay. Aha, das heißt, wenn da Gottet steht, also Hubs, dann sagt die, dass sie es hat, aber mit einer anderen Eigenschaft. Kriegt man dann weniger Punkte für? Also einmal Glasdingen. Groß hieß die Eigenschaft, ne? Haben wir nicht, ne? Nur klein. So. Glas. Haben wir schon mal gemacht. So, wie viel konnte man eigentlich noch mal auf einmal machen? Zwei kann man auf einmal machen. So. Ja. Super. Und dann gehen wir noch mal rein. Vielleicht gibt es was Neues. Nein. Dann. Hier ist nichts. Wer wollte das haben? Der Bo. Dann suchen wir den Bo. Gilde. Gilde. Musste ich nicht was machen für die Gilde? Die Milch, ach ja. Die Milch. Wow. So, die Milch. Ja. Oh, hier ist die Glaskugel. Danke, jetzt kann ich meine Brille reparieren. Übrigens, warum trägst du diese Brille? Warum? Das ist mein modisches Bekenntnis. Modisches Bekenntnis? Yep. Außerdem lassen sie mich wie ein Abenteurer aussehen, wenn ich sie trage. Okay, Abenteurer tragen also solche fetten Brillen. Das ist der Grund? Im echten Leben sieht man kaum Leute mit solchen Teilen auf dem Kopf, nur in Comics, in japanischen Comics. Ja, darum habe ich auch so viele von denen. Noch mehr als zwei? Wie auch immer, ich muss jetzt gehen. Hier ist eine Kleinigkeit für dich. Sie ist in meiner Tasche etwas geschmolzen, aber... Okay, Schokolade vielleicht? Danke. Ja. Tschüss. Ich dachte, die Brille bedeutet dir mehr als bloßes Modeaccessoire. Tja. Hier gibt's nichts, ne? Ja, da war ich ja schon. Dann gehen wir in diesen Wald. Wir haben alle Leute dabei, ne? Jedenfalls ist hier kein Maskottchen. Naja. Sammeln wir einfach. Hoffen wir auf Gegner, die wir gut verkloppen können, ohne dabei zu sterben. So. Der hat aber viel. Machen wir erstmal den Pilz weg. Hui. Das war gut. Super. War da was Neues? Aha, ich kann einen Gegner von vorne nach hinten verschieben. Ui.
ihr seid böse. Klar. Also entweder ich nehme einen Gegenstand oder schau weiter drauf. Habe ich nicht irgendwas Leckeres? 70. Nehmen wir so eins. Ey, nicht alle auf Kilbert. Ey, wirklich, das ist nicht gut. Das ist total gemein. Ja. Tja, nehme ich nochmal einen Gegenstand. Einmal Schokolade. Was? Anni? Aha, das kam von mehreren. Cool. Habe ich jetzt nicht auf die Beschreibung geachtet. Klasse. Schokolade, davon werde ich noch mehr machen. Das ist gut. Ja, immer noch nicht tot. Ach Mann. Was? 200? Ist sie irgendwie geheilt worden? Sollte ein bisschen aufmerksamer sein. Endlich! Juhu! Oder kam ein neuer dazu? Naja. Ja, 13. 11. Hat ja auch schön lange gedauert. Oh, eine neue Fähigkeit für Olle. Nicht schon wieder. Aber die haben ja alle HP wieder. Okay. Machen wir den Pilz platt. Juhu. Einschlag. Klasse. Natürlich den vorderen, weil der mehr Schaden abkriegt. So. Ach ja, die haben 300. Die haben ziemlich viel HP. Nicht gut. Ey! Ihr habt so viele Runden. So, ihr seid doch nicht fit, oder? Ja. Lief besser als letztes Mal. Liegt das am Level? Nein! Fiese Viecher. Komische schwarze Rettiche. Ich frag mich, wie schwarze Rettiche schmecken. Wahrscheinlich genauso wie weiße. Yay. Gut. Schön leveln, schön leveln. Und sammeln. Ich möchte Level 20 mindestens erreichen. So schnell wie möglich. Fische, 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 Fische im Teich. Ich laufe noch einmal rum für einen Kampf. Oh je. Oh, die sind nicht so fit. Also meine Leute. Die sind aber nicht so stark, ne? Ich mach aber den Dieb hier. Der sieht aus, als könnte der schnell abhauen. Aha. Naja, ich riskiere es mal. Ich habe noch nie so einen
Dieb getötet. Ui. Ein Schaden. Super. Ha, ha, ha. 21. Ja, die sind nicht so stark, ne? Ich erinnere mich noch daran, dass sie mir richtig in den Hintern getreten haben. So. Jetzt sind sie aber nicht mehr so eine Bedrohung. Ich bin es irgendwie nicht gewohnt, dass die Level überhaupt irgendwas ausmachen, wenn man Gegner bekämpft, dank Mabinogi. Darum habe ich es nicht so für nötig gehalten, irgendwie Ausrüstung oder zu kaufen oder Level zu machen. Naja, aber jedes Spiel ist halt anders, ne? Dann gehen wir mal in die Werkstatt. Schade, dass man von hier aus nicht in den Laden, in den Strand kann, oder? Kann man das nicht doch? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet schon wieder. Aber hier gibt es nichts Neues. Und hier auch nicht. Und hier nicht. Ich könnte ein Buch kaufen. Ah, Annie, du kommst gerade richtig. Was ist los, Hauptmann? Hast du irgendwo Gillian gesehen? Nein. Sie ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Gillian hat Annies Rat befolgt, hä? Schon wieder? Ich frag mich, wieso sie es so sehr hasst, zu arbeiten. Nun ja, es war wohl ursprünglich nicht ihre Entscheidung, den Rittern beizutreten. Oh, wirklich? Ihre Familie hat eine lange und bedeutende Geschichte als Ritter. Sie war das einzige Kind, das ihre Eltern hatten. Also hatte sie keine andere Wahl, als den Rittern beizutreten. Ah, ist das der Grund, weshalb sie es nie ernst nimmt? Möglich, aber ihre Fähigkeiten als Kriegerin sind nicht vergleichbar mit denen der anderen. Und darum wurde die noch nicht rausgeworfen, hä? Wir können nicht zulassen, dass sie die Ritter von Orde verlässt. So gut ist sie? Ja, sie ist halt stärker als Kilbert, hä? Es gibt jedes Jahr einen Wettkampf unter den Rittern. Und sie nimmt fast immer einen der obersten Plätze ein. Ah? Ich weiß auch, dass sie immer noch nicht ihre ganze Kraft einsetzt. Sie ist ein Genie, vor allem mit Speeren. Das habe ich nicht gewusst. Sie hat das definitiv von ihrem Vater. Ihrem Vater? Ja, er war der Held von Orde. Hauptmann Bruckhardt, wir haben sie gefunden. Wo war sie? Sie war in der Bücherei, ein Buch lesen. Hätte sie keinen Ort wählen können, an dem sie nicht hervorsticht? Ich komme gleich nach. Jawohl. Tut mir leid, dich belästigt zu haben. Ich muss jetzt Gillian holen gehen. Okay, viel Erfolg. Nun ja, das war was Neues. Sieht so aus, als wüsste ich immer noch nicht viel über sie. Ups, ich sollte zurück oder ich werde wieder von Pepe angeschrien. Tja, Annie. Da muss ich noch hin. Gillian ist nicht mehr da. Hier ist nichts. Wir gehen nochmal hier rein. Kein neues Ereignis. So, dann gehen wir mal in die Bäckerei. Weil ich habe noch ein paar Aufträge, oder? Mein Maskottchen ist gar nicht hier. Aber ich habe perfekt, okay. Castella.
Oh, ich habe von diesen Puffs was gegessen, ne? Schokolade habe ich auch weggegessen. Im Kampf. Hab ich total vergessen, aber naja. Schokolade ziehen. Nein, ich wollte doch gar nicht. Ah! Uni. Was? Unitella? Ist das sowas wie Nutella? Ich hab aber. Ich weiß nicht, wie man das macht. Honigpudding. Und mein Kuchen. Käsekuchen. Ich wollte doch keine Aufträge mehr annehmen von den Einrichtungen. Ja, Hotel. Quality normal kann ich machen. Und die anderen. Grüne Saft. Tja. Park. Na dann. Aber komisch, mein Maskottchen ist gar nicht hier. Ja, Spielchen gibt's nicht. Dann hauen wir mal ab. In den Wald traue ich mich nicht. Ich muss niesen. Nichts Neues. Geld. Was hole ich mir denn? Ausrüstung. Was für Rezepte, was für Aufträge kriegt man eigentlich vom Strand? Auch Fresszeug? Also gibt es hier irgendwie ein allgemeines Buch über Alchemie? Ja, dann hole ich mir das mal. So. Ja. So. Hier ist nichts. Ja, ich mache hier mal Schluss, oder? Nein, 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 nein. Ich schaue nochmal nach. Ich glaube, es gibt sowieso keine Ereignisse. So. Einmal kurz nachschauen. Na toll. Also, Bo. Was? Wieso möchtest du dich nicht bei der Gilde anmelden? Warum sollte ich? Ich habe meinen eigenen Weg, Dinge anzugehen. Deinen eigenen Weg? Yep, das ist eine der Regeln für Abenteurer. Und was für eine Regel ist das? Ein Abenteurer zu sein, ist etwas, das du selber erledigst. Es ist nichts Lustiges, was man mit einem Haufen Freunde macht. Ach so? Yep. Ein Abenteurer sollte um die Welt ziehen, wie die Wolken im Himmel. Die Abenteurer in der Gilde sind bloß Möchtegerne. Ist das ein Apostrophfehler? Wanna be. Ja, das ist ein Apostrophfehler. Bei Mehrzahl macht mir noch keins. Das ist harsch. Du hast die Gilde so sehr? Ja, ich hasse sie. Wegen denen ist mein Bruder. Bruder? Du hast einen Bruder? Oh, oh nein. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns später. Was? Hey! Ich frag mich, was mit ihm los ist. Und was ist mit seinem Bruder? So, aber wir sehen uns jetzt das nächste Mal bei Atelier Annie. Bis dann!